In diesem Video zeigen wir euch den Ölwechsel an einem Pinion CE-Getriebe mit Smart Shift. Ihr benötigt einen 2,5 mm und 3 mm Inbus, einen Drehmomentschlüssel, das Pinion-Getriebe Ölservice-Set, einen Auffangbehälter mit mindestens 60 ml Fassungsvermögen sowie ein Tuch. Wichtig! Das Bike sollte vorher bei Zimmertemperatur gelagert sein, damit das Öl warm und fließfähig ist. Zuerst wird die Smart Shift Box entfernt. Löst dazu die drei Schrauben mit dem 2,5 mm Inbus, sie verbleiben im Gehäuse und zieht die Box gerade nach außen ab. Richtet das Bike so im Montageständer aus, dass die Ölablassschraube am tiefsten Punkt liegt. Dreht die Schraube mit dem 3 mm Inbus heraus und schraubt die leere Spritze auf. Nun sollte zusätzlich die Einfüllschraube geöffnet werden, damit Luft nachströmen kann und ihr könnt das Öl problemlos absaugen. Eine dunkle Färbung oder eine geringere Ölmenge sind völlig normal. Nach dem Entfernen der Spritze kann überschüssiges Öl austreten. Fangt das Öl mit dem Behälter auf und entsorgt gebrauchte Schmierstoffe umweltgerecht. Im Anschluss die Ablassschraube wieder einsetzen und mit 3 Newtonmetern festziehen. Danach 60 ml originales Pinion Ganzjahresgetriebeöl für C- und P-Linie in der Spritze aufziehen. Achtung, das Öl der MGU ist nicht kompatibel. Die 60 ml frisches Öl langsam und gleichmäßig ins Getriebe drücken. Spritze kurz dekomprimieren. Abschrauben, dann die Öleinfüllschraube einsetzen und ebenfalls mit 3 Newtonmetern fixieren. Nun folgt die Montage der Smart Shift Box. Achtet darauf, dass die Dichtung sauber, fettfrei und unbeschädigt ist. Die Box bei drehender Kurbel vorsichtig aufschieben, bis die Verzahnung korrekt einrastet, ohne Gewalt. Anschließend die Schrauben gleichmäßig in der vorgegebenen Reihenfolge mit 2 Newtonmetern anziehen. Der Spalt zwischen Rahmen und Smart Shift Box muss eng und gleichmäßig verlaufen. Achtung! Liegt die Smart Shift Box nicht plan auf, kann die Verzahnung beim Schaltvorgang beschädigt werden. Zum Abschluss erfolgt die Kalibrierung. Beide Trigger-Tasten gleichzeitig für 5 Sekunden drücken, kurz lösen und nochmals 5 Sekunden gedrückt halten. Damit ist der Ölwechsel abgeschlossen.